Oh. Schön, dass du hier auftauchst. Jetzt bist du dort, wo du hingehörst. Im Grab, zusammen mit den anderen Mutanten. Glaubt mir, ein Geschoss im Kopf ist eine Gnade, verglichen mit dem, was alles sieht mit euch armen Schwein vor. Ich werde nicht sterben. Brenn! Ah, ganzes Magazin drauf. Pam, 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 Pam. Tot. Jetzt könnte ich theoretisch dann nochmal hoch und die Panzerung da holen, die da lag. War keine Panzerung. Ich hatte sie gerade unbewusst aufgenommen. Panik, ich komme. Das war nicht geplant. Suchen Sie das Ventil. Ich weiß nicht, dass da eine Panzerung ist. Jawohl. Das ist auch noch eine Panzerung. Erstmal das... Scheiß Ventil. Drehen. Speicherdateien. Der kommt von da. Was? Ich hasse es, die Leute hinter mir zu haben. Und da hätte ich jetzt auch gerne, hätte ich auch Pistole nehmen können. Geht schneller als nachladen. Schrotgewehr brauche ich nicht. Mir fällt das Sturmgewehr viel mehr.
bricht hier alles zusammen. Sergeant Fox wurde von der gleichen grausigen Macht getötet, die ihnen in Technowar begegnet ist. Sie haben entdeckt, dass das Krankenhaus eine geheime unterirdische Anlage beherbergt. Anakin scheint die Zerstörung der Einrichtung zu forcieren. Snake Fist warnte sie, dass Amas Gegenwart Replikasoldaten aktivieren haben könnte, sagte aber nichts Genaueres dazu. Gleich kommen wir Bekanntschaft mit Alma. Das weiß ich noch. Sergeant Beckett, nach meinen Signalen ist Alma schon sehr nah bei Ihnen. Sie spüren vielleicht schon Anzeichen Ihrer Gegenwart. Halluzinationen, Kopfschmerzen, sowas in der Art. Sie müssen hier standhalten. Das heißt, es kommt wieder so ein Psycho-Level hier. Hast du das gesehen? Nicht schön. Nein! Alma! Geh weg! Geh weg! Doch! Mein, eine Fresse. Vier hat so seine guten Seiten, aber manchmal auch seine schlechten. Klingt jetzt blöd. Früher habe ich es im Helden gespielt. Da war ich erst. Ne, passt da nicht so. War ich schon 16. Überwachungskameras. Blut und Blut. Sergeant Beckett, ich habe meine Daten überprüft. Ich vermute, dass Alma auf Sie aufmerksam geworden ist, als Sie die TAK betraten. Und nun sehen Sie sie an. Man könnte sagen, sie begehrt sie. Sie ist begierig. Sie ist rattig. Sie sind wie Freibier auf einer Biker-Party. Sag doch gleich, dieses Rattig willig. Der will es tun. Das Wort mit drei Buchstaben. Da sind wieder diese Stimmen von diesen Viecher. Mit denen auch Experimente gemacht. Das heißt, wir könnten hinter jeder Ecke sein. Kammertüren öffnen. Jetzt geht's hier rein. Wow.
meine Reflexe sind schon mal gut. Das wusste ich auch noch. Das war's. Na du? Schnauze. Noch mehrere. Jetzt will man sie nicht hören. Wee! Ich werde einen Frosch grad springen. Woo! Das ist Gollum. Gollum and Friends! Ja, zumachen. Testerinnerung. Erinnerung, wir sind dabei, nächste Woche die Testanordnung 62 mit den Testobjekten C5000 bis C5050 durchzuführen. Dazu müssen die Betäubungsmittel rechtzeitig von Lauer 12 angefordert und der militärische AV auf den neuesten Stand gebracht werden. Wichtig, die Testobjekte müssen während des Transits gesichert sein. Die Transporteure sollten Schutzkleidung gegen mögliche Bisse tragen. Stellt euch mal vor, euch würde so ein Ding entgegenlaufen. Was würdet ihr tun? Schreibt's in die Kommentare. Bullet haben sie sich schneller auffüllen. Wir haben deinen Ring nicht, Gollum. Panzerung voll. Da unten ist er. Aber wir scheinen uns Ausgang zu nähern. Back. Scheiß Vieh. Dödem, dödem, dödem. Ach, das sind meine Schritte. Dödem.
meine Schritte. Unten geht's nicht lang. Speichern. Wir endlich wieder zu Stokes. Ich in Sicherheit wiegen in ihren Armen. Hinweis. Kampftest. Achtung, Kampftests. Denken Sie dran, dass heute die Tests mit den scharfen Munition beginnen. Die Arena wird daher für Personal mit einer Sicherheitsstufe unter Level 2 gesperrt. Diejenigen von Ihnen, die in der Mittagspause die Arena-Monitore zum Fernseher genutzt haben, können auf die Tagungsräume ausweichen, aber bitte achten Sie darauf, dass Sie die Räume in geordnetem Zustand wieder verlassen, falls Sie unangemeldeten Besuch bekommen. Ich habe gerade sowas im Kopf mit so einem Testgelände. Das ziemlich kacke war.